Hi zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es darum, dass ich dir zeigen möchte, wie ich in Lightroom einen moody Herbstlook erstellen kann. Ich habe jetzt mal hier ein Bild von der Burg Eltz rausgesucht und das sah am Anfang so aus und nach der Bearbeitung sieht es so aus. Und wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß! Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann kannst du das gerne tun. StefanSchäfer90 heiße ich dort und ich würde mich freuen, wenn du mir auch dort folgst und wir uns dort connecten können. Jetzt lass uns direkt in Lightroom reingehen. Ich habe hier, wie gesagt, das Bild von der Burg Eltz offen. Da bin ich 6 Stunden hingefahren. Es war leider kein schöner Sonnenaufgang und es war leider auch nicht wirklich so moodyhaft, dass irgendwie so ein bisschen Nebel in der Luft lag. Nichts davon war der Fall, sondern es war einfach nur ja, grau bewölkt. Das ist natürlich schade, aber wenn man 6 Stunden dahin fährt, dann will man natürlich trotzdem Bilder machen. Und ich habe mir dann so überlegt, vielleicht kann ich in der Bildbearbeitung noch ein bisschen was rausholen. Und wie ich das genau gemacht habe, möchte ich dir jetzt anhand dieses Beispiels mal zeigen. Wenn man Herbsttöne herausheben möchte, dann geht es ja meistens darum, ja, so Grün, Gelb und Rottöne besonders zu betonen. Und das ist jetzt auch das hier, was ich machen möchte. Deswegen werde ich jetzt hier in der Farbtemperatur als erstes mal anfangen und das Ganze auf ungefähr 9000 Kelvin stellen. Dann auch die Tonung noch so ein bisschen nach oben drehen, auf ungefähr ja, so plus 23. Das ist ein ganz guter Wert, denke ich mal. Und wenn du dir jetzt so insgesamt anguckst, das Bild ist sehr, sehr flau. Ja, es ist eine RAW-Datei, aber es ist insgesamt sehr, sehr flau. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es sehr bewölkt war. Aber insgesamt, wenn du das Histogramm hier anschaust, ja, es stößt nirgendwo an. Das ist ja schon mal erstmal gut. Und es ist so leicht nach links verschoben. Was auch erstmal gut ist, denn wir wollen ja natürlich den Hintergrund hier möglichst dunkel halten. Und den Vordergrund, da wo die Burg ist, den möchte ich heller gestalten, damit auch der Bildbetrachter sofort in den Bildmittelpunkt gelenkt wird. Nichtsdestotrotz, die Belichtung so ein kleines bisschen würde ich nach oben anheben, damit das Histogramm hier einfach so ein bisschen mittiger ist. Dann den Kontrast ein bisschen nach oben stellen. Und was ich dann mache, um mehr Kontrast aufzubauen, normalerweise mache ich die Lichter ja eher ein bisschen weiter nach unten und die Tiefen ein bisschen weiter nach oben. Diesmal mache ich es genau andersrum. Also die Lichter werden noch ein bisschen heller. Die Tiefen stelle ich hier mal noch ein bisschen weiter nach unten und genauso auch mit den Weiß- und mit den Schwarzwerten. Du siehst jetzt hier auch, wenn ich die Schwarzwerte mal so auf minus 50 stelle, dann stößt das Histogramm hier auf der linken Seite schon an. Das macht aber nichts. Ja, also ein paar kleine Schwarzwerte habe ich dann jetzt hier in dem Bild drin, aber ich finde, zu dem Look passt das ganz gut. Dann werde ich die Klarheit hier noch erhöhen und diesmal gehe ich mal hier so auf einen Wert von ungefähr plus 25. Normalerweise sage ich ja immer, ja, die Klarheit sollte man nicht zu doll anheben, aber in dem Fall hier kann ruhig noch ein bisschen mehr Pep in das Bild rein. Dunst entfernen, auch ganz wichtig, mache ich hier noch ein bisschen, damit wir ein bisschen mehr Kontrast noch haben. Die Farben werden ein bisschen mehr gesättigt. Und um dem entgegenzuwirken, nehme ich jetzt hier insgesamt die Sättigung und die Dynamik so ein bisschen wieder raus. Denn ich möchte ja in diesem Look auch so einen kleinen entsättigten Look haben. Perfekt. Das ist jetzt hier erstmal so die Grundeinstellungspalette. Dann gehe ich als nächstes in die Gradationskurve rein. Und hier werde ich auch noch ein bisschen weiter Kontrast aufbauen, indem ich jetzt hier einfach die dunklen Bildbereiche ein bisschen abdunkel und die hellen Bildbereiche ein bisschen aufhelle. Ja, wir kriegen also so eine leichte S-Kurve hier noch mit rein. Und dann werde ich meine Schwarzwerte hier nehmen und die noch so ein bisschen aufhellen. Das heißt, ich habe dann jetzt hier kein pures Schwarz mehr, sondern eher so ein dunkles Grau. Und genauso werde ich meine Weißtöne auch noch so ein bisschen abdunkeln. Dann haben wir hier eine richtig schöne S-Kurve drin. Und was ich jetzt noch mache, ich gehe in die einzelnen Farbkanäle hier in der Gradationskurve auch nochmal rein. Als erstes in den Rotkanal und jetzt kann ich hier noch so ein bisschen die Farben manipulieren. Und im Rotkanal möchte ich die Rottöne in den Mittelwerten hier noch so ein bisschen aufhellen. Bedeutet, ich kriege hier ein bisschen mehr Rot mit rein. Ja, du siehst es schon. Genauso möchte ich das auch in den grünen Werten machen. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Rot, Grün und Gelb möchte ich so ein bisschen mehr betonen in dem Foto. Und jetzt habe ich aber keinen Gelbkanal, sondern ich habe einen Blaukanal. Aber wenn ich jetzt Blau rausnehme, dann nehme ich im Endeffekt die Komplementärfarbe rein. Und das ist in dem Fall ja, so ein Gelb-Orange. Wenn ich das jetzt hier runtersetze, dann siehst du schon, ja, wenn ich das jetzt mal richtig übertreibe, siehst du schon, was passiert. Das ist dann so ein Gelb-Orange. Ich will es natürlich nur ganz geringfügig machen. Aber alleine, wenn ich jetzt hier die Gradationskurve ein- und ausstelle, siehst du schon, was wir hier an dem Look verändert haben. Und das gefällt mir schon richtig gut. Als nächstes gehe ich mal in die Kamerakalibrierung hier rein, nach unten. Und werde jetzt als erstes mich hier um die Schatten kümmern. Die werde ich von der Tonung her so ein bisschen weiter noch Richtung Magenta stellen. Und was ich jetzt noch mache, ist mich um die einzelnen Primärwerte hier zu kümmern. Hier können wir schon richtig schön einen Farblook aufbauen. Und das werde ich jetzt als erstes mal tun, indem ich jetzt hier die Rotwerte so ein bisschen weiter Richtung rechts schiebe, also ins Positive rein. Ja, und du siehst auch schon, was hier passiert. Und auch die Sättigung stelle ich dafür dann aber so ein bisschen
weiter runter. Ich habe ja gesagt, ich möchte das alles so ein bisschen entsättigt haben und deswegen entsättige ich hier auch tatsächlich die Rot-Primärwerte. Die Grünwerte, die schiebe ich mal so ein bisschen weiter nach links auf ungefähr ja, so minus 60. Auch da siehst du, was passiert. Ja, also wenn man sich jetzt hier mal die Grüntöne anguckt, das wird dann alles so ein bisschen mehr Richtung Herbstton gemacht. Auch die möchte ich von der Sättigung eher so ein bisschen runtersetzen, also auf ungefähr minus 40. Und jetzt habe ich noch die Blauwerte. Und auch die möchte ich weiter nach links schieben. Und du siehst jetzt auch hier wieder, was passiert. Ja, gerade die Grünwerte werden so ein bisschen weiter orange eingefärbt. Das gefällt mir so schon ganz gut. Und hier werde ich jetzt aber die Sättigung mal weiter nach oben drehen, auf ungefähr 70. Ja, also relativ weit die Sättigung. Und jetzt haben wir hier schon einen richtig coolen Farblook drin. Wenn du jetzt mal vorher und nachher anschaust, vorher, nachher, ja, so sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Da haben wir schon eine ganze Menge erreicht. Das ist jetzt schon ein relativ cooler Farblook, wobei es mir an manchen Stellen ein bisschen zu intensiv ist. Und diese Feinjustierung, die mache ich jetzt hier in dieser HSL-Tabelle. Farbton, Sättigung und Luminanz kann ich hier in den einzelnen Farbkanälen einstellen. Und ich fange jetzt einfach mal mit den Farbtönen an. Ich möchte jetzt hier mal mein Rot ein bisschen weiter Richtung Orange schieben. Das Orange schiebe ich auch ein bisschen weiter Richtung Gelb. Ja, und das Gelb schiebe ich auch so einen kleinen Tick noch weiter hier nach rechts, also so ein bisschen Richtung Grün. Die Grünwerte schiebe ich jetzt auch mal noch so ein bisschen weiter nach rechts. Und das Aquamarin, das schiebe ich jetzt eher mal so ein bisschen weiter Richtung Grün. Genauso werde ich jetzt hier die Blauwerte nehmen und diesen kleinen Tick noch weiter nach rechts schieben. Die Lila-Werte, die packe ich eher so ein bisschen wieder ins Negative. Und die Magenta-Töne, die schiebe ich auch wieder so ein bisschen weiter Richtung Rot. Einfach, um das auch ein bisschen von den Farben her auf wenige Farben zu reduzieren. Das ist jetzt eigentlich hier so das Ziel. Ja, du siehst jetzt schon, ich habe hier Gelb, Orange, Grünwerte und so ein bisschen Blau noch mit drin. Aber ansonsten versuche ich das auf diese Farben zu beschränken. Genauso werde ich jetzt hier in die Sättigung reingehen und die einzelnen Farbwerte so ein bisschen entsättigen. Ja, also ich werde fast in allen Farbkanälen eigentlich das so ein bisschen entsättigen. Auch das Gelb nehme ich jetzt hier so ein bisschen mehr raus. Das Grün nehme ich noch ein Stück mehr raus. Auch das Aquamarin, das nehme ich hier mal relativ stark raus. Ja, auch das Blau wird so ein bisschen entsättigt hier. Und Lila und Magenta will ich relativ stark entsättigen. Da sehe ich immer noch so einen kleinen Schimmer hier auf dem Hintergrund. Den möchte ich wirklich komplett rausbekommen. Dementsprechend entsättige ich die beiden relativ stark. Und jetzt können wir uns noch so ein bisschen um die Helligkeitswerte hier kümmern in den einzelnen Farbwerten. Ich schaue jetzt hier also in die Luminanz rein. Ich werde jetzt hier also auch die Rottöne ein bisschen dunkler machen, genauso die Orangewerte, auch die gehen ein bisschen dunkler. Die Gelbwerte, die mache ich, glaube ich, mal relativ stark dunkel. Ja, das sieht jetzt hier erstmal ein bisschen komisch aus, aber ich finde, so vom Look her passt es so ganz gut. Auch die Grünwerte werde ich relativ stark abdunkeln, ja, damit wir hier einfach ein bisschen mehr noch diesen Look haben und vor allem der Hintergrund schön abgedunkelt wird mit den ganzen Bäumen, wo das Grün eigentlich drin ist. Aquamarin wird ein bisschen dunkler, das Blau wird auch ein bisschen dunkler und Lila mache ich relativ stark dunkel, Magenta genauso. So, und jetzt haben wir hier tatsächlich das Ganze nochmal schön angepasst. Wenn ich jetzt hier die HSL-Tabelle nochmal ein- und ausblende, dann siehst du, was ich hier gemacht habe. Also ich habe das Ganze hier gerade im Vordergrund so ein bisschen entschärft, ein bisschen dunkler gemacht, damit hier wirklich das Hauptaugenmerk auf der Burg liegt. Sehr schön, gefällt mir gut. Jetzt gehen wir mal noch in die Teiltonung rein. Auch hier können wir noch mal ein bisschen was an den Farben ändern. Ich kann einmal die Lichter und einmal die Schatten einfärben. Und die Lichter, denen gebe ich jetzt hier mal so einen warmen Look, also so zwischen Orange und Gelb. Dann drehe ich hier noch so ein bisschen die Sättigung nach oben, damit das Ganze überhaupt sichtbar wird. Ja, das gefällt mir richtig gut. Und genauso die Schatten, da werde ich mal so ein Zwischending zwischen ja, Gelb und Grün wählen. Und die dann auch so ein bisschen aufhellen, einfach um das Grün noch ein bisschen im Hintergrund hier zu verstärken. Und du siehst jetzt auch schon, gerade jetzt hier im Wald im Hintergrund, hat das nochmal ordentlich eine Wirkung erzielt. Das gefällt mir jetzt so richtig gut. Sehr schön. Dann gehe ich in die Details rein, denn auch die Details müssen natürlich beachtet werden. Ich möchte das Bild hier noch so ein bisschen schärfen. Mein Standardbetrag hier von 90 und mit gedrückter Alt-Taste maskiere ich das Ganze dann wieder so aus, dass ich es dann tatsächlich auch nur dort habe, wo ich es benötige, die Schärfe nämlich an den Kanten. Dann schauen wir mal in die Objektivkorrektur noch kurz rein. Hier möchte ich die chromatischen Aberrationen entfernen. Ich möchte diesmal nicht die Profilkorrekturen aktivieren, denn ja, gefällt mir einfach gar nicht so gut. Denn hier auch gerade so die Kanten, die Ecken, die können ein bisschen dunkler bleiben. Ich werde die sogar noch ein bisschen weiter abdunkeln, indem ich jetzt hier mal in die Effektpalette reingehe und noch eine kleine Vignette von minus 10 hier hinzufüge. So gefällt mir das Bild schon richtig gut. Jetzt in letzter Instanz werde ich mir mal noch einen Pinsel hier nehmen. Die Klarheit und Dunst entfernen hier so ein bisschen nach oben stellen und jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen über den Wald im Hintergrund gehen
und hier noch so ein bisschen mehr, ja, Details herausholen. Gerade mit dem Klarheitsregler. Ja, da können wir vielleicht sogar noch ein bisschen höher gehen hier und ein bisschen mehr Dunst entfernen. Geht auch noch. Dann wird das Ganze noch ein bisschen dunkler im Hintergrund. Das gefällt mir so schon ganz gut. Und der letzte Schritt, den wir machen, ist das Bild hier noch ein bisschen zuschneiden. Ich merke, dass das Bild so ein kleines bisschen kippt. Da orientiere ich mich vor allem hier an den vertikalen Linien. Und mir gefällt hier unten links das Ganze nicht so sehr. Dieser kleine Weg, den würde ich jetzt hier gerne noch rauscutten, damit wir hier ja, einfach das uns nicht irritiert. Ich schiebe das ganze Bild jetzt aber ein bisschen so, dass die Burg nicht mittig ist, sondern eher so ein bisschen rechts angelegt. Ich habe hier dann noch den Baum und hier unten das Gebüsch, was die Burg dann noch so ein bisschen einfängt und wir einen schönen natürlichen Rahmen haben. So gefällt mir das gut. Ich zeige jetzt noch mal ganz kurz, wo wir hergekommen sind. So sah das Bild vorher aus und so sieht es jetzt danach aus. Also, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben und schreib doch mal in die Kommentare, ob dir dieser Look gefällt und du ihn vielleicht selber einsetzen möchtest. Wenn du ihn einsetzt, dann kannst du mich ja auch gerne auf Instagram dann markieren in deinen Bildern, wo du ihn angewendet hast und dann kann ich mir die auch genauer anschauen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.